Ja, hallo, in diesem Video will ich euch zeigen, wie ihr von dieser Gleichung die Nullstellen ausrechnen könnt. Ja, das Ganze funktioniert mit der PQ-Formel und wie die aufgebaut ist, zeige ich euch später nochmal. Aber erstmal müsst ihr wichtige Sachen voraussetzen, damit die PQ-Formel angewendet werden kann. Ja, um erstmal Nullstellen rauszubekommen, muss man ja die ganze Gleichung erstmal gleich Null setzen. Also Nullstelle heißt das dann ja. Und dann sieht die Gleichung erstmal so aus. Ja, ich habe jetzt hier erstmal die ganze Gleichung einfach gleich 0 gesetzt und rechne jetzt durch minus 2, weil ich hier an dieser Stelle dieses x Quadrat, da darf kein Minus und auch kein minus 2 oder kein nur 2x Quadrat stehen, da muss nur x Quadrat stehen. Also, ihr müsst erstmal jetzt dieses minus 2 davor wegbekommen und das kriegt ihr anhand dieser minus 2, also durch minus 2 heraus. Dann rechne ich das Ganze jetzt hier mal aus. Da kommt dann x Quadrat plus 2x und minus 4 ist dann gleich 0 natürlich. Ja, jetzt haben wir die Form, in der wir die Gleichung brauchen, damit wir das in die PQ-Formel einsetzen können. Und jetzt schreibe ich hier unter mal die PQ-Formel. Also P ist dann hier die 2 und das ist hier Q. Ich schreibe es jetzt nochmal hier unten hin. P ist gleich 2 und Q ist gleich minus 4. Damit wir das auch nicht vergessen. Und ja, jetzt rechne ich erstmal gleich weiter, indem ich die PQ-Formel aufschreibe. Die lautet folgend, x1,2, weil das ja zwei Nullstellen sind bei einer quadratischen Form, oder es müssten sein, kann natürlich auch sein, dass gar keine Nullstellen hier vorhanden sind, und dann minus, Klammer auf, p durch 2 plus minus Wurzel aus p durch 2 zum Quadrat, also in Klammern, minus q. Jetzt setzen wir das Ganze erst einfach mal ein. Das ist dann minus, Klammer auf, 2 durch 2 plus minus 2 durch 2 plus 4, weil minus und minus 4 ergibt dann halt plus 4 unter der Wurzel. So viel dazu erstmal. Jetzt rechne ich das eben nochmal aus. Das sind dann minus 1 plus minus Wurzel, oder habe ich das Quadrat natürlich, musste da noch oben hin. Wurzel aus 1 zum Quadrat ist natürlich 1, also 1 plus 4 und das ist dann gleich minus 1 plus minus Wurzel aus 5. So, und wie es jetzt weitergeht, seht ihr jetzt. So, jetzt müsst ihr die jeweiligen x ausrechnen, also die Nullstellen, also einmal x1 und einmal x2. Also schreibe ich hier x1 ist gleich minus 1, einmal dann plus Wurzel aus 5. Und Wurzel aus 5 kann man mit dem Taschenrechner hier ausrechnen. Das habe ich gerade mal gemacht. Und da kommt 2,24 ungefähr raus. Also plus 2,24 ist x1 und x2 ist dann gleich minus 1 minus 2,24. So dass ihr dann zwei unterschiedliche Ergebnisse erhaltet. Hier ist das dann einmal 1,24 und auf der rechten Seite bei x2 ist es dann minus 3,24. Ja, jetzt habt ihr hier zwei Nullstellen, die ihr jetzt mit der PQ-Formel errechnet habt und ja, wie ihr noch andere Nullstellen errechnen könnt, die keine quadratische Funktion sind mit Quadrat, sondern auch mit hoch 4 und so, das will ich euch jetzt zeigen. So, und anhand dieser Gleichung will ich euch jetzt mal zeigen, wie das ohne PQ-Formel klappt. Hier seht ihr die Gleichung, 1 Viertel x hoch 4 minus 2 Drittel x hoch 3. Ja, wie schon zuvor müsst ihr die Formel jetzt erstmal wieder gleich 0 setzen. Also 1 Viertel x hoch 4 minus 2 Drittel
x hoch 3 ist gleich 0. So, viel weiter seid ihr jetzt ja noch nicht gekommen. Und jetzt komme ich zum entscheidenden Schritt, nämlich dem Ausklammern von x. Ihr versucht jetzt möglichst viele x auszuklammern. Und in dem Fall sind das hier x hoch 3. Also könnt ihr x hoch 3 jetzt hier vor die Klammer schreiben. Also wenn hier jetzt noch x hoch 2 stehen würde, müsstet ihr x hoch 2 nehmen, weil man ja das nicht sonst machen könnte. Also schreibe ich x hoch 3, Klammer auf, 1/4. Und wenn ich jetzt x hoch 2 hätte und zum Beispiel hier 1/4 x hoch 2 stehen hätte, könnte ich ja sozusagen gar nicht hoch 2 rausbekommen, weil das hier schon mit hoch 3 vorgegeben ist. Also schreibe ich hier 1/4 x jetzt in der normalen Gleichung plus minus 2/3. Natürlich ist dann wieder gleich 0. So, und jetzt habt ihr eigentlich zwei Gleichungen, die daraus entstehen. Einmal auf der linken Hälfte, was ausgeklammert ist, x gleich 0. Und dann noch auf der rechten Hälfte, 1/4 x, hier was in der Klammer steht, minus 2/3 gleich 0. Ja, die eine Nullstelle wisst ihr ja schon gleich, die steht hier ja schon, x ist gleich 0. Und auf der anderen Seite müsst ihr das jetzt einfach nur noch umrechnen, nach x auflösen. Einmal plus 2/3 natürlich, das dann da 1/4 x ist gleich 2/3 steht. Und dann einfach nur noch mal 4, um diese 1/4 hier nach 1 aufzulösen. Dass hier dann sozusagen 1x steht, ist gleich 8/3 natürlich. Ja. Das kann ich jetzt hier auch noch aufschreiben, dass ich dann 2,67 ungefähr habe. Also hier noch so ein Ungefährzeichen vorschreiben. Und das kann ich mit dem Taschenrechner jetzt einmal eben überprüfen. Dazu habe ich den Graphen hier schon mal zeichnen lassen und bestimme jetzt einfach mal hier mit dieser Funktion die Nullstelle. Hier einfach den links von der Nullstelle und rechts von der Nullstelle nochmal Enter. Und ihr seht, 0 ist bei x gleich 2,66666, also 2, 6 ist ja, sind ja 8/3, wie ich hier geschrieben habe, und das sind ja ungefähr 2,67. Y gleich 0 ist natürlich klar, weil es ja sonst keine Nullstelle wäre. Ja, soviel zu der Berechnung mit der PQ-Formel und ohne PQ-Formel. Die PQ-Formel könnt ihr, wie gesagt, nur benutzen bei quadratischen Gleichungen. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen bei der Berechnung von allen möglichen Nullstellen. Tschüss!